Kira und Dom haben wirklich hervorragend gespielt. Weiter geht's jetzt bei uns mit der ersten Auswahlaufgabe des Abends sozusagen, und zwar mit einer Reise durch Europa. Konzentration, genau. Rückwärts gelesen, bitte. Besuchen Sie nacheinander die Hauptstadt von Spanien, Frankreich, Italien und Großbritannien. A. Mor, B. Sirap, C. Dirdam und D. Notnull. Notnull ist super. Gut, Hauptstadt von Spanien ist natürlich Madrid, von Frankreich Paris, von Italien Rom und von Großbritannien London oder Notnull. C, B, A und D. Und Thomas Zajac und Tanja Franz in der Mitte. Ja, Tanja, Thomas, bitteschön, Aufstellung und dann Segelhissen. Ja. Zuerst einmal natürlich noch einmal herzliche Gratulation zur Bronzemedaille. Wie stolz macht euch denn eure Leistung von Rio? Sehr stolz. Wir waren ja doch eigentlich einer der größeren Außenseiter quasi von unserem Team. Und das macht uns umso stolzer, dass wir quasi da so performt haben. Mhm. Wer führt das Kommando an Bord? Ja, wir haben jetzt nicht wirklich so eine große Hierarchie. Also ich steuere, die Tanja vorschottet. Und wir schauen, dass wir quasi vorm Rennen uns eine Taktik und eine Strategie zurechtlegen. Und ja, wenn es dann sehr knapp wird, habe ich dann das Kommando, eben weil ich Steuer habe. Aber im Grunde schauen wir, dass wir gemeinsam entscheiden. Ich habe mir das Entscheidungsrennen angeschaut. Und da habe ich natürlich mitgefiebert, das ist ja keine Frage, so wie alle österreichischen Sportfans. Was ich mir da immer frage, ist, wie behaltet ihr den Überblick? Seht ihr, wer da überhaupt, an wie viel der Stelle ihr seid? So, gibt es da irgendwie einen Horcherl, der sich informiert? Oder gibt es irgendwelche Zeichen? Weil, wenn der eine aufkreuzt und du fährst gerade die andere Richtung oder so, irgendwie, stell dir mal das Leid vor, ist es schwer, dass du weißt, jetzt bin ich Fünfter, jetzt reicht so viel Medaille. Oder jetzt bin ich schon Achter, bin ich schon draußen. Der Italiener ist jetzt schneller. Wie ist das? Wie behält man da einen Überblick? Bei uns ist das finale Medal Race, das letzte Rennen, ist sehr kurz. Da fahren auch nur noch die Top 10 mit. Und es ist wirklich schwierig, da den Überblick zu bewahren. Wir schauen eher, dass wir nicht so viel Überblick haben, damit wir nicht so viel aus dem Boot rausschauen und nicht so viel uns auf die anderen konzentrieren. Das Rennen war eben ganz knapp unter Land mit sehr drehenden Winden. Da muss man hauptsächlich auf sich selbst schauen. Aber ansonsten bei einer normalen Wettfahrt, ja, da ist eben sehr wichtig, eher Tanja ihre Aufgabe, so ein bisschen zu schauen, was machen die anderen, was passiert hinter unserem Rücken. Und ja, da kriegt man ein Auge dafür. Ein bisschen Gefühl. Ja. Oh, schön. Okay, die Bronzemedaille haben wir. Jetzt hast du es da und dann draufsetzen bei uns. Gell? Weil das ist natürlich jetzt die Wissensgoldmedaille, die wir da verleihen. Und ich meine, ich will jetzt den Druck für die Tanja nicht so hoch setzen, aber meine Recherchen haben ergeben. Das kann ich schwer. Intelligenzquotient von 137 in Mathematik und logischem Denken, IQ von 158. Ich meine, das muss gesagt werden. Ich meine, weißt du, das muss man vorne hinführen, das hilft nichts. Und was wirklich eine besondere Auszeichnung ist, denke ich, das ist, dass mit 5 Jahren warst du schon in der 2. Klasse und mit 16 hast du das Biologiestudium begonnen. Also, Tanja, super. So. Dann setzen wir Segel, ne? Anständig, und lass uns krochen, lass uns dahin gehen. Bitte, Frage Nummer 1 für die Segler. In der Fahrschule lernt man ganz genau, wie man richtig meditiert, zur Ruhe kommt, seine Gedanken anhält oder einen Gang herunterschaltet. D. Probieren wir es. Bitte? Wir probieren es mit D. Achso, mit D, ich habe verstanden. E. Probieren wir. Also, einen Gang. Gut, passt. Karl Lagerfeld ist mit Sicherheit ein absoluter Könner, wenn es darum geht,
Viererketten aufzustellen, Dreiklänge zu bestimmen, zwei Achser zu lenken oder Einteiler zu produzieren? Nochmal D. Nochmal, ja. E. E, D. E. Ja. Was ist in Reiseprospekten bei Billigangeboten oft zu lesen? Kreuzfahrtwürfeln, Hotel Roulette, Taxipoker oder Flug Blackjack? Tanja, du reist gern. Als würdest du weniger reisen. Hotel Roulette? Roulette. Hotel Roulette. Im Casino. Probieren Hotel Roulette passt dazu, die Lotterien, irgendwas im weitesten Sinne dazu. Kann man nehmen. Man erfährt erst vor Ort, welches Hotel man tatsächlich bekommt. Ist ein bisschen so der Forrest Gump-Effekt, gell? Das machen wir nicht. Richtig. Wenn es einem gefällt. Wenn zwei Sportler abwechselnd Erster werden, gewinnt einer beliebten Redewendung nach einmal der Druckel, einmal der Trickel, einmal der Blädel, einmal der Bludel, einmal der Giegel, einmal der Gockel oder einmal der Wickel und einmal der Wackel. Gibt Sachen, die ich noch nie gehört habe. Beliebte Redewendung. Giegel, Gockel? Ja. Das klingt noch am normalsten von denen. Giegel, einmal der Giegel, einmal der Gockel. Ja. Das wäre diesmal C. Okay, passt. Eine der am häufigsten verwendeten Schriftarten der Welt ist die Romanica, Helvetica, Hispanica oder Skandinavica. Also auf meinem Laptop ist, glaube ich, Helvetica immer eingestellt. Ja. Okay, Antwort B. Die Helvetica wurde in den 50er Jahren vom Schweizer Grafiker Max Miedinger entwickelt und schnell zu einer der beliebtesten Schriften der Welt. Genau, Helvetica. Sehr gut. Verdoppeln wir das Ganze jetzt im zweiten Drittel auf 1000 Euro. Um ein Haar hätte Gwyneth Paltrow statt Kate Winslet die weibliche Hauptrolle gespielt. In welchem Film? In Titanic oder Titanic? In Harry und Sally, in Dirty Dancing oder in Pretty Woman? Titanic hätten wir gesagt. Mhm. Zumindest hat sie dort mitgespielt. Ja, das passt zu euch. Die weibliche Hauptrolle. Bootl. Beim Bootl fahren wäre beim Bootl die Gwyneth dabei gewesen, wenn ich die Kate Winslet ja gesagt hätte. Titanic ist in Ordnung. Okay. Für das zurzeit sehr angesagte Pulled Pork ist typisch, dass man bei der Zubereitung das Fleisch sehr lange gart, völlig roh belässt, in Suppe kocht oder extrem scharf anbrät. Pulled Pork Sandwich. Sehr lang gart, so viel ich weiß. Roh ist es nicht. Es ist eben keine Suppe oder in Suppe kocht. Nein, ich glaube, man gart es relativ lang. Sagst du? Du bist die Ernährungswissenschaftlerin. Deswegen weiß ich noch lange nicht, wie man das also kocht. Scharf war es nicht, roh war es auch nicht. Ich glaube, man gart es lang, aber... Ja. Ja. Probieren wir es. Na bitte, das loben wir es ein. Also Vorbild dafür sind natürlich die US-amerikanischen Grillmeister. Ne? US-amerikanische Barbecue sind da das Vorbild. Langsames Garen bei niedriger Temperatur, 10 bis 16 Stunden bei ca. 100, 110 Grad. Jawohl! Ja.
Da sind Menschen dabei schon verhungert. Das ist schon, kann mir vorstellen. Liest man immer wieder. Okay. Nummer 8, das ist die Halbzeitfrage, 4000 Euro. Läppert sich zusammen. Wer gerne ungarischen Marillenschnaps trinkt, bestellt im Lokal ganz salopp einen Hillary Clinton Barack Obama. Ich trinke nicht. Ungarischer Marillenschnaps. Wir sind, glaube ich, nicht so die Marillenschnaps-Trinker, aber wir haben gehört, Barack könnte ein guter Tipp sein. Oder Barack. Habt ihr gehört, gell? Hören sagen. Reicht dieses Gerücht, das ihr da aufgeklaubt habt, aus dem Hintergrund kommend, dass wir das einloggen? Ja, ich denke schon. Wir vertrauen den Gerüchten. Jedes Gerücht hat einen wahren Kern. Okay, Antwort C. Barack. Hillary Clinton, Barack Obama ist eine herrliche Konstellation. Ein großes Lob an die Fragenredaktion für diese Kreativität. Die eigentliche Aussprache wäre Boratzk. Also Barack alias Boratzk ist ein ungarischer Marillenschnaps. Prost! Wie geht's jetzt bei euch zwei weiter? Frage 9. Nein, sportlich. Gute Frage. Nein, die Klast, in der ihr segelt, das ist diese Nakra. Genau, Nakra 17, Nakra die 17. War jetzt das erste Mal olympisch mixt. Und jetzt möchte der Segelverband vieles umändern, es moderner machen. Also sie wollen, dass die Boote sich abheben aus dem Wasser und fliegen, also fallen. Und es kann sein, dass es quasi unsere Klasse trifft, dass es ein bisschen verändert wird. Und es kann auch sein, dass sich die Konstellation ändert, also dass nur noch die Damen fahren und die Herren wieder getrennt. Aha, okay. Weil sie vielleicht eine andere Bootsklasse mixt machen wollen. Also wir sind ein bisschen abhängig noch vom Weltsegelverband. Deshalb werden wir jetzt weiter trainieren, aber uns ein bisschen breiter aufstellen auf unterschiedlichen Bootsklassen und schauen, dass wir eben da fit bleiben. Aber zusammenbleiben wollt's? Ja, prinzipiell ja, aber es ist jetzt nicht... Ich habe jetzt nicht dich gefragt. Dann ja, zusammenbleiben wollt's? Kann mich anschließen. Okay, gut. Was heißt das 17 bei Nakra 17? 17 Fuß. Das sind gute 5 Meter. Ein bisschen über 5 Meter. Ja. Gut, weiter geht's. Doppelten Sinn haben bei genauerer Betrachtung die Johann Nestreu zugeschriebenen Worte. Eine Perücke ist eine inkorrekte Aussage, falsche Behauptung, hinterlistige Bemerkung, verlogene Anspielung. Ich würde sagen B, weil es nicht die echten Haare sind, sondern falsch. Falsch am Haupt, quasi. Naja, es ist das einzige Logische. Würde ich auch meinen. Also nehmen wir Antwort B. Ja, Antwort B, falsche Behauptung. Er hat gesagt, eine Perücke ist eine falsche Behauptung, damit es alles gesagt. Wunderschön, wir haben 6.000 Euro. Na bitte, dann schauen wir uns Frage 10 an. Das ist schön. Für welches Land laufen die All Blacks auf das Rugby-Spielfeld? Was ist das? Neuseeland. Neuseeland. Nimmer. Antwort B. Tanzen noch den Hacker und so dann. Frau Wohlauf, die Lotterien sind jetzt schon seit 30 Jahren Unterstützer des Sports, wenn man so will. Gell? Was bewegt Sie, das zu tun und auch weiterhin zu tun? Ja, wir sind, wie gesagt, 30 Jahre Partner im Sport. Das heißt, wir haben in diesen 30 Jahren schon mehr als 1,4 Milliarden Euro an den Breitensport und an den Spitzensport zur Verfügung gestellt. Wir sind auch genauso lang Partner der Sporthilfe. Und uns ist es natürlich auch wichtig, in Zukunft treuer Partner des Sports zu sein.
Darüber hinaus stellen wir auch finanzielle Mittel der Sporthilfe direkt zur Verfügung, treiben aber auch gemeinsame Projekte voran, wie zum Beispiel den Sportler mit Herz. Beim Sportler mit Herz geht es darum, Sportler vor den Vorhang zu holen, die sich für karitative, für soziale Projekte engagieren. Und im letzten Jahr hat das Projekt Laufen für Kira gewonnen, was uns natürlich besonders gefreut hat. Frau Wohlauf, nicht nachlassen. Nicht nachlassen. Das tun wir sicher nicht. Gut. Ja, 5 Fragen, 3 Joker. Gibt schwierigere Ausgangssituationen, ne? Mhm. Nummer 11. Welcher der folgenden Monate ist dieses Jahr am längsten? Oktober, Juli, August oder März? Wie geht das? Kannst du los? Januar, Februar, März. Ja, das ist schon mal groß. April, Mai, Juni, Juli, auch 31. August hat auch 31. Oktober hat auch 31 Tage. Aber es ist eine Zeitumstellung. Ach so, oder irgend sowas. Ist Oktober Zeitumstellung? Wird im Oktober der Monat länger? Ja, wenn man die Zeit eine Stunde. Ja, probieren wir Oktober. Wieso? Weiß nicht, Tanja hat's gesagt. Das ist super. Warum hast du das gesagt, Tanja? Wie kommst du auf Oktober? Ja, eigentlich denke ich nur an die Zeit, weil ich kann mir nichts, weiß ich nicht. Wenn alle 31 Tage muss es irgendwas mit der Zeit noch zu tun haben, dass es vielleicht eine Stunde länger ist. Ich weiß, bin mir allerdings nicht sicher, ob es im Oktober. Wann wird die Zeit umgestellt? Im Oktober? Weiß nicht, sind wir uns sicher mit Oktober? Ja, wir probieren Oktober. Ja, aber es muss ja einen Grund haben. Ja, ich glaube wegen der Zeitumstellung. Ja, wie Zeitumstellung? Wie? Ja, da wird eine Stunde mehr, warum? Weil man auf die Winterzeit umstellt. Ach so, das meinst du? Ja. Antwort? A wie Oktober. A wie Oktober. Ja, ist okay. Also im März, gell, wenn auf Sommerzeit umgestellt wird, dann wird das eine Stunde weggenommen. Ja. Weil die Uhr eine Stunde vorgeht, gell, vorgetan wird. Und im Oktober kommt die Stunde wieder dazu. Ja, logisch. Ja. Eigentlich ganz einfach, gell? Eigentlich, ja. Eigentlich ganz einfach. Und 15.000 Euro wert. Am 30. Oktober 2016, demnächst, wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt und deswegen ist der Oktober Anreisetag und eine Stunde länger als die anderen. Gut, jetzt wird der Wind stark. Was ist die stärkste Windstärke? Ich meine, es ist 12 und was ist die stärkste, die ihr schon gesegelt seid, ohne dass ihr baden gegangen seid? Kann man das ohne, dass man baden. Ja, wir sind so 7 Windstärken, war so, also bei 6 bis 7 kämpfen wir schon mehr als ums Überleben. Dass wir das Material heimbringen. Es kommt halt auch auf die Wellen an. Ja, wenn Flachwasser ist, dann geht das schon irgendwie. Was ist Flachwasser? Neusiedlersee? Ja, oder ablandiger Wind. Aha. Nummer 12 hätten wir jetzt im Angebot. 25.000 läppische Euro. Der Sir Nils Olaf, 2008 zum Ritter geschlagen und seit heuer Brigadegeneral der norwegisch-königlichen Leibgarde. Das ist im Vorlesen schön. Der lebt in einem Iglu in der Arktis, als Einsiedler in Schweden, in einem deutschen Zirkus oder im Zoo in Edinburgh. Sir Nils Olaf. Sir Nils Olaf, 2008. Hast du den schon mal gehört? Olaf, sag mir was. Ja, aber nicht in dem Zusammenhang. Ist ein Tier vielleicht?
Wenn es ein Tier ist, dann könnte es C oder D sein. Aber dass jemand im Zoo lebt? Ja, wenn es ein Tier ist, lebt er im Zoo. Ah, jetzt check ich's. Ah! Mhm. Du hast eh einen schnellen Überreißer, ja, ja. Es wird ein Pferd sein, wahrscheinlich, wenn es. Oder ein Esel. Kann es auch sein. Ihr glaubt, dass ein Pferd oder ein Esel in Norwegen zum Ritter geschlagen ist? Ein Brigadegeneral ist und zum Ritter geschlagen worden ist. Wir könnten Joker nehmen. 50-50. Ich meine, außer mutige Leute nehmen da keinen Joker. Ne? Ja, der deutsche Zirkus lacht mich an. Nicht? Der Zoo lacht mich an. Ja, der Zoo lacht mich an, wollte ich sagen. Ja, und lachen kann er dich. Jetzt ist die Frage, traust du? Ja, trauen wir uns. Wir brauchen sicher noch die Joker. Für schwierige Fragen. Ja, ich höre. Es muss von euch kommen. Entschlossen, entschieden, selbstsicher, ohne Selbstzweifel. D. Antwort D im Zoo in Edinburgh, sagt sie. Jetzt bin ich gespannt, was das ist. Der Olaf. Es handelt sich um ein Maskottchen der norwegischen Leibgarde. So viel ist einmal klar. Dieses Maskottchen lebt nicht als Einsiedler in Schweden, lebt auch nicht in einem Iglu in der Arktis. Das mit dem Zirkus. War grundsätzlich interessant gewesen. Wenn es nicht im Zoo in Edinburgh als richtige Antwort gibt. Thomas, super, super. Der Nils Olaf, jetzt möchte ich jetzt wissen, was das für ein Viech ist, gell? Ja, bitte. Also der Nils Olaf ist kein Esel. Der Nils Olaf ist auch kein Pferd. Ein Äffchen? Ein Äffchen und ein Pferd. Nein, der Nils Olaf ist auch kein norwegischer Lachs, sondern es ist ein Königspinguin. Ah, Pinguin. Ja, und in Norwegen kann man Karriere machen. Du kommst als Pinguin auf die Welt und wärst dann Brigadegeneral. Was? Das ist ein Traum. Und ein Foto hätten wir auch noch da. Da steht er noch. Haltung. Schön. Ja, haben wir uns einen Joker der Sport? Oder zwei oder drei? Was nicht heißt, dass wir es nicht jetzt brauchen. Bitte. Ja. Was findet man in Italien nicht nur auf der Speisekarte, sondern auch im Schuhgeschäft in der Abteilung für Hausschlapfen? Schuh. Thema Schuh. Du tust dir gern shoppen. Du gehst gern shoppen, Tanja, ich weiß. Die Vorurteile. Du Nein, das steht ja bei mir drauf. Das steht da, meine Recherchen haben das ergeben. Wo steht denn das? Persönliches. Geht gerne shoppen. Träumt von einem Abenteuerurlaub mit Übernachtung in einem Schuhgeschäft. In Italien. In Italien, natürlich. Mit also, dort findet man. In der Abteilung für Hausschlapfen findet man Carpaccio. Dort findet man Ciabatta, Risotto oder Panettone. Also, alles gibt es auf jeden Fall mal auf einer Speisekarte. So gut käme ich aus. So Risotto kann ich mir nicht vorstellen. Am Schuh. Schuhgeschäften in der Abteilung für Hausschlafen. Jetzt bräuchten wir unseren Coach. Panettone lacht mich irgendwie an, aber vom Pantoffel vielleicht. Mhm. Ja. Ja, das wäre halt mega gamblen. Ich glaube, wir nehmen einen Joker. Welch? Obwohl wir schon ein bisschen gesagt haben, aber ich glaube, trotzdem vielleicht Publikum, weil. Nehmt den 50-50 zuerst. Zuerst den 50-50? Ja, klar. Und dann im Publikumsjoker. Und dann anrufen. Und dann rufen wir noch an.
Nein, aber 50-50 würde es Sinn machen. Im Moment habe ich eine Vermutung. Du hast eine Vermutung? Ja, aber die will ich noch nicht sagen. Nimm mal 50-50. Ja, und was dann? Ja, dann, wenn das stehen bleibt, dann nehmen wir es. Okay? Ja, dann nimm mal 50-50. 50-50. Ja. Risotto oder Ciabatta? Nehmen wir? Nehmen wir dann Ciabatta. B. Was? Bitte? Antwort B. Antwort B. Was hast du gesagt? Dann nehmen wir was? B. Es gibt... B nehmen. B bitte. Ah, so, ja. B bitte. Ciabatta, sagst du. Also in Risotto, von Risotto her kann man nicht viel ableiten, oder? Was kann man von Ciabatta ableiten? Ich nicht viel, aber wahrscheinlich. Nicht viel, gell? Ciabatta oder Risotto? Unser Trainer bringt uns um. Ciabatta ist ein Brot. Ja. Weiß der Name des Brotes entstand in Anlehnung an die Form des Brotes, flach, länglich wie ein Schuh. Und deswegen sind die Hausschlapfen Ciabatta. Gut, Nummer 14. Welche Raumsonde hat im Sommer den Planeten Jupiter erreicht? Braveheart, Fargo, Gladiator oder Gladiator oder Juno? Ich hätte ja eine Vermutung. Ich auch, ich bilde mir ein, ich habe das gelesen, aber. Hast du eine Vermutung? Sag's mir. Nicht laut. Ja, und auch. Ja, wir haben eine Vermutung. Die wir nicht sagen. Aber ich habe eine neue Vermutung. Oh, aber nehmen wir dann trotzdem das Publikum Stücke. Aber wir fragen trotzdem das Publikum, weil da riskieren zahlt sich jetzt nicht aus. Wir fragen das Publikum. Gut. Also alle Astronauten vor, alle NASA, ESA und sonstige Mitarbeiter von. Ist ja wurscht, wenn wir sehen. Von Space Agencies. Welche Raumsonde hat im Sommer den Planeten Jupiter erreicht? Wollen wir gerne wissen, meine Damen und Herren. Was glauben Sie? Braveheart der Name oder Fargo oder Gladiator oder Juno? Alles für. Bei der Millionenshow dringen wir in Galaxien vor, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Gell? So, was haben wir? Was war deine Vermutung da? Juno. Und die zweite Vermutung? Gladiator aber. 10 zu 57. Absolute Mehrheit. Ja, dann nehmen wir Juno, weil Tanja hat auch gemeint, wir haben uns beide Juno reingeflüstert. Wenn uns jetzt nicht alle flüstern gehört haben, wird es wahrscheinlich stimmen. Ja, wir nehmen Juno. Wir nehmen Juno. 2011 ist sie gestartet, diese Raumsonde. Okay, das ist interessant. Das hätte man jetzt nicht gedacht. In der römischen Mythologie heißt die Frau von Jupiter? Braveheart? Gladiator? Juno? Die heißt natürlich Juno. Und deswegen ist das super richtig. Ja. Ja, die Frau vom Jupiter heißt Braveheart. Schön. Und das Singen und Lachen sind wir bei der letzten Frage angelangt, gell? 15. Frage, 75.000 Euro. Im normalen Leben war das 1 Million, sage ich nur so nebenbei. Würde man auch nehmen. Oh Gott. Wenn man an Nomophobie leidet, ist man süchtig nach Nomophobie. Dann ist man süchtig nach Extremsportarten, nach Internet-Shopping, nach seinem Handy oder nach Schlaf. Schlaf, würde ich wissen. Ich glaub's zu wissen.
Extremsportarten klingt nicht sehr. Nicht? Ich bilde es mir wieder ein, aber ich habe mir vorhin auch was Falsches eingebildet. Auf jeden Fall sollte man anrufen, weil nachher braucht man ihn nicht mehr. Naja. Ja, ist so. Man braucht sie nicht mehr. Die Frage ist, wen? Den Literatur oder den Kratzki? Ich habe den Kratzki gelesen, fast nicht, oder? Ich hätte eher gesagt... Den Ernst? Ernst, aber der war unser Literatur und Geschichte. Der ja, Markus eben. Hat ein ziemliches Allgemeinwissen, oder? Ich glaube, es ist nicht Extremsportarten. Ich glaube, das hätte man gehört. Ich bilde mir ein, es ist Schlaf. Ja, ruf mal wen an. Wir rufen mal an. Was sagst du? Wen? Ich glaube, der Markus könnte es eventuell wissen. Der ist da. Probieren wir es halt. Ja? Markus Schwarz. Markus Schwarz, liest du vor? Ja. Ich frage nur, was ist Nomophobie? Markus Schwarz, der ist nochmal. Was tut der nicht in der Zeit? Ein Freund von uns und er hat uns supportet und auch gefördert und geholfen, dass die Kampagne auf die Beine zu stellen. Und so. Wo wohnt der? In Wien. Wenn ihr trainiert, wohin geht's da trainieren? Neusiedlersee aus. Seid ihr in Wien daheim, Bade? Ja, wenn wir in Österreich segeln, dann Neusiedlersee. Markus, hallo? Markus, das ist Armin Assinger. Servus, herzlich willkommen in der Millionen-Show. Grüß Gott. Servus. Thomas und Tanja sind jetzt in eine leichte Flaute geraten. Sie brauchen wieder ein bisschen Wind. Und den sollen Sie den beiden geben. Frage 15, die letzte Frage. Na bumm. Na bumm. Und es geht um 75.000 Euro für die Sporthilfe, gell? Ah, eh nur. Okay. Ja, okay. So nebenbei erwähnt. Also, die Tanja liest vor. Bitte genau hinhorchen und schon geht's los. Wenn man an Nomophobie leidet, ist man süchtig nach Extremsportarten, Internetshopping, seinem Handy oder Schlaf? Nomophobie. Nomophobie. Sag nochmal die Antworten. Extremsportarten, Internetshopping, seinem Handy oder Schlaf? 10 Sekunden. Also am ehesten Schlaf. Also sicher bin ich mir aber nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Hat er gesagt Lomophobie? Nein, ich glaube. Hat er schon Nomo gesagt? Ich glaube, er hat schon Nomo gesagt. Okay, aber ich hab's mit L verstanden. Aber er glaubt auch, der Schlaf, so wie du. Aber er glaubt auch nur, dass er schaut. Glauben wir oder glauben wir zu wissen? Das ist die Frage. Man könnte jetzt dann theoretisch aussteigen und sagen, 50.000 für die Sporthilfe, für die Sponsoren freien sie, Lotterien freien sie, St. Luca freien sie, Lioness, alle haben wir Münzen freit. Dann können wir schauen, wo es richtig ist. Dann könnt ihr immer noch auf Schlaf tippen und wenn ihr es richtig habt, könnt ihr euch ärgern. Wenn ihr es nicht richtig habt, könnt ihr froh sein. Wenn wir 40.000 Euro verlieren, macht es auch keinen Sinn. Gewinn-Verlust-Rechnung. Plus 25, minus 40. Ja, dann glaube ich, bleiben wir bei den 50.000. Gut ist das. 50.000 Euro. Für Thomas und Tanja. Alles klar. Schlaf ist euer Tipp. Ja. Ja, jetzt nicht so tun. Das redet man nicht vom Schlaf. Also, die Insomnie ist die Schlaflosigkeit, gell? Und die Schlafsucht ist Hypersomnie. Ah. Gell? Also Schlaf ist es nicht, es ist wirklich eine Hammerbegründung, wenn du dir anschaust, die No-Mobile-Phone-Phobia. Die Angst davor, nicht über das Handy, Smartphone erreichbar zu sein. Das heißt Nomophobie. Das musst du dir vorstellen. Habe ich ja gesagt, Handy. Ja genau, 50.000 Euro. Bravo, danke. Gratuliere. Super. Tommy, danke. Hervorragend gespielt. Bitte schön.
85.000 Euro hätten wir jetzt schon beieinander.